dann bin ich verwirrt. Also, und wieder, ne? Stahl, Stahl. Eisen reinschmeißen, Eisen reinschmeißen. Kupfer klauen. So. Und wahrscheinlich muss ich bald einmal die Schmelzöfen alle nachfüllen und die Kisten da auch mit Kohle nachfüllen. Also einen Ressourcenrun machen. Noch sollte das allerdings okay sein. So, schwere Rüstung. Und da. Ja, jetzt habe ich eine M60. Die 5,56 mm braucht. Und Munition. Ich habe keine Ahnung, wo ich die herstelle. Muss ich eventuell die Munition separat erforschen? Das wäre nicht so toll. Ja, muss ich. Requires compressing. Block of Copper. Oh, interessant. Also man kann die Ressourcen komprimieren und dann weiter transportieren. Das erinnert mich echt mehr und mehr an Minecraft-Geschichten. Also die Hightech-Minecraft-Mods. Da gab es ja ähnliche Konzepte mit dem Pulver und den Blöcken und so weiter. Okay, also Compressing erforschen als nächstes, nachdem da, und dann die Munition erforschen, damit die tollen neuen Waffen, die wir haben, auch benutzt werden können. Und dann kommen die Türme. Was machen währenddessen die... Erstmal kannst du die gute Rüstung auch anziehen, so. Den Fehler hatte ich in der letzten Staffel ja gemacht, dass ich dann irgendwie, keine Ahnung, 10 voll mit der neuen Rüstung rumgelaufen bin, ohne sie zu tragen. Naja, 38 Stück. Ist nicht die Welt, aber ich setze das jetzt einmal im Kreis rum, um... die Dinger hier, weil ich keine Ahnung habe. Oh, warte, ich kann das mal hier. Ja. Wir brauchen natürlich wesentlich mehr Mauerstücke, wenn ich das so mache. Aber dann habe ich wenigstens alle Gebäude in einem drin. Dann ziehe ich da einfach einen Kreis rum und wenn er die Mauer angegriffen wird, da habe ich wenigstens Zeit genug, um hinzulaufen und dann mitzuhelfen. Hoffe ich zumindest. Bau mehr grüne Tränke. Go. So, Kohle. 300, 400 ist okay. 33 ist okay. Was machen die ganzen beim Eisen? Sind auf 19 runter. Ja gut. Dann mache ich jetzt mal kurz den Kohle-Run, damit alles nachgefüllt wird und währenddessen baue ich weiter grüne Tränke. Das ist viel Kohle, ja. Zip, 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 zip. Zip, 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 zip. Die sind alle aufgefüllt. Hier braucht nichts Kohle. Ihr habt Kohle. Die 300 oder was, die werden auch eine Weile reichen. Das ist okay. Wichtiger ist hier hinten, weil die ignoriere ich immer gekonnt. Diese kleinen Außenposten hier. Zip, 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 zip. Kupfer staut sich. Ist halt so. Sollte ich eigentlich auch eine Kiste legen, hm? Ja, schnapp dir mal. Wo kommen die Zahnräder? Die Zahnräder kommen erst ab hier. Das heißt, wenn ich vorher ein Ärmchen nehme, sagen wir mal hier, mit einem extra dreckigen Pfosten, dann sollte das passen. Und eigentlich müsste ich jetzt noch ein Ärmchen nehmen, das das Ganze rauslegt und dann wieder aufs Fließband, also da unten drunter aufs Fließband, damit nicht irgendwann das Ärmchen alles Kupfer klaut, was von oben kommt. Aber ich denke, der Zustand... Das wird nicht so schnell erreicht werden. So, und du bekommst auch noch ein schnelleres Ärmchen, damit du dir das da eher wegschnappen kannst, sodass nicht alles hier unten drin landet. So. Genau. Und weißt du was? Du kriegst sogar noch einen zweiten. Weil das da hat Priorität. Rote Tränke und so. Gut, du da, go. Ich schmeiß die Kohle doch rein, weil ich einfach zu viel dabei habe. Was? So. Okay. Und Steine. Habe ich auch zu viele. Zwei Stacks oder so reichen vollkommen. So, du bist fertig. Sehr gut. Nächster Schritt war Compressing. Go. Das sollte nicht lange dauern. Richtig. Oh, und ich glaube, das ist auch neu. Vorher kam mir das immer so etappenweise vor, das Forschen. Aber hier ist das jetzt anscheinend ein flüssiger Übergang. Fertig. So, dich hätte ich gerne. Oh. Oh. Was?
Okay, ich brauche einen Eisenblock und ich brauche flüssigen Wasserstoff, um die Munition herzustellen. Das ist interessant. Wo drin wird die Munition hergestellt? Steht da nicht. Fabrik? Fragezeichen? Komme ich da noch irgendwie rein? Dann könnte ich da eine Fabrik reinquetschen. Nö. Also könnte ich im Notfall, ja. Ich denke, ich mache aber lieber einen eigenen kleinen Komplex. Also nochmal einen davon. Wahrscheinlich sogar eher zwei davon. Und es sollte in der Nähe vom Eisen sein, aber hier ist wieder kein Wasser. Ja. Ich könnte hier einfach Wasser abzapfen. Ah, das klappt. Das klappt, das klappt, das klappt. Okay. Untergrunddinger. Du, da, go. Das heißt, wir schnappen uns da Wasser, machen daraus dann Hydrogen, pumpen das irgendwo hier hinten hin zu einer Fabrik. Wobei hier nicht so wirklich viel Platz ist, aber gut. Also irgendwo hier. Brauchen mehr grüne Tränke. Du. Ja. Keine Sorge. So. Du mach Hydrogen. Und guck mal, ob wir da noch die andere Pumpe mit dran pappen können, weil das sieht mir ein bisschen danach aus, als wenn die eine nicht mehr so lange das alleine schafft. Mit dem Rohwasser da. Also dem Tümpelwasser und nicht dem reinen Wasser, das wir hier unten herstellen. Oh, ich ein paar mehr Pipes, so. Ja, sieht gut aus soweit. So, das heißt, du müsstest dann wahrscheinlich dahin. Und dann mal gucken, ob es wirklich eine Fabrik ist. Oder ob es ein extra Gebäude gibt namens Kompressor. Ja, gibt es. Okay. Wie wäre es denn, wenn man den baut? Der braucht ein bisschen Stahl und ein bisschen mehr Eisen. Gib mir Eisen. Stahl, Stahl. Schmeißen wir eine Runde Stahl an. Und wir haben Muni. Sehr gut. Also wir haben eine bessere Rüstung, wir haben bessere Waffen, wir haben theoretisch die Türme. Es gibt Armor-Piercing-Muni. Es gibt Illyrium. Okay, also man kann jede Munitionsarte Art anscheinend auch nochmal mehrfach aufstufen, was interessant ist. Ich denke, ich gehe jetzt allerdings lieber in Richtung bessere Poles. Ja, bessere Poles. Damit ich irgendwann in Zukunft mal wieder ein Muster und eine ordentliche Basis anfangen kann. Rote Tränke, es sieht echt nicht gut aus. Mach mal aus dem hier eine blaue Fabrik. Und baue allgemein mehr blaue Fabriken, damit wir ein paar mehr von den anderen Fabriken aufpimpen können. Du musst schneller arbeiten. Muss viel, viel schneller gehen. Die hier dementsprechend auch. So, und der Kompressor natürlich. So. Hab ich noch Zahnräder? Nein, aber wir haben hier Zahnräder. Verteil die mal 50-50 auf die beiden, damit die auch schneller laufen. Mach dich schneller. Und dich schneller. Und gib mir mehr Eisen. Und überhaupt. Bessere Schmelzöfen. Bessere Schmelzöfen wollten wir auch noch machen. Dafür brauchen wir Stone Bricks. Die müssen wir oben von den Mauern klauen. Lauf, 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 lauf. Und ja, gleich. Oh, das ist nicht gut. Ups. Es war nur halb geplant. Es soll erstmal in die Kiste und von der Kiste aus dann weiter. Mit. Von der Kiste aus weiter zur Fabrik. Und von der Fabrik aus dann zu Mauern und die Mauern dann wieder zurück mit einem extra dreckigen Pfosten in die Kiste. Das heißt, theoretisch könnte es jetzt stauen. Theoretisch. Aber praktisch wird es das nicht, da bin ich mir relativ sicher. Gib her. Gib her. Können wir wenigstens das Ding hier schneller machen? Oh, das hat, glaube ich, auch eine neue Grafik bekommen. Sieht cool aus. Sehr steampunkig.
So, also mit etwas Glück werden jetzt mehr Ziegel hergestellt, als Mauerstücke hergestellt werden können. Aber ich bezweifle es ehrlich gesagt. Du kriegst grüne Tränke. So, Kompressor. Wo ist der Kompressor? Da ist der Kompressor. Wow, bist du klein. Du bist ja putzig. Was? Achso. Also wird es doch in der Fabrik hergestellt. Wir brauchen den Kompressor nur, um aus dem Eisen Eisenblöcke zu machen. Du geh mal dahin, krieg mal Strom. Gib mir einen Stack davon. Kiste, Kiste. Das heißt, du stellst jetzt sogar animiert, sehr gut. Das heißt, der stellt jetzt die Block of Iron Plate her und mit dem Block of Iron Plate und den anderen Sachen zusammen, dem Liquid Hydrogen, kann die Munition hergestellt werden. Gut. Du stell die Munition her. Dafür kriegst du von da den Liquid Hydrogen. Mhm. Und von irgendwo anders die Blöcke. Kann ich momentan noch von Hand machen. Ich denke, wir werden da nicht so die Massen von verbrauchen am Anfang, oder? Wir haben bisher immer noch keine einzige Angriffswelle. Was mich ehrlich gesagt ein wenig irritiert. Also vielleicht ist der Normalmodus doch nicht so eine gute Idee gewesen. Vielleicht ist der doch zu einfach. Keine Ahnung. Müssen wir alles im Laufe des Let's Plays kennenlernen. Wo laufe ich hin? Nein, nein, nein. Nicht zu einer Basis gehen und gucken, was machst du da? Das ist keine gute Idee. Ich schnapp dir hier mehr von den Iron Blocks und stell Muni her. 100! Okay. Wisst ihr was? Ich würde das doch gerne mal testen. Ich speichere mal ganz kurz ab. T3. Keine Ahnung, wie ich auf T gekommen bin. Ich gehe einfach nur mal ganz kurz zu einer anderen Basis und will nur testen, wie stark die Waffe ist. Kann ich die andere Waffe auch schon bauen? Ich baue die andere Waffe auch mal. Dann kann die Shotgun da mal weg mit der Muni. Sollte aber noch ein bisschen mehr Munition holen, weil ich glaube, die Minigun verbraucht das richtig, richtig schnell. Stackst du höher? Nein. Aber du kannst da schon mal hin. Dann gehen wir hoch. So kann ich nämlich testen, wie gut meine Rüstung ist, also wie lange ich durchhalte, wie gut die Waffen sind und ob wir es vielleicht schaffen, vielleicht schon einen Spawner zu zerstören. Das wäre irre praktisch. Den kriegen wir zum einen nämlich die DNA, die wir brauchen für die Forschung. Und wir hätten nicht mehr ganz so viele gallische Außenposten um uns rum. Römische Außenposten. Du bist die Mama, ha? Huh? Ja. Nest. 25. Au. 25.000 Erfahrungs- Lebenspunkte. Das wird nichts, was ist hiermit? Nö. Lauf. Und natürlich ist das Vieh auch schneller als wir, richtig? Oh, Bäume. Bäume sind unser Freund. Wusel, wusel, wusel. Wusel, wusel, wusel. Ja, und ich lock gerade die... die ist stinkig. Problem. Wir haben keine Türme. Gun Turret. Oh. Und ich verhungere Durst. Lufte gerade. Bau den. Schön, dass ihr meine Basis nicht angreift. Das finde ich sehr entgegenkommend. Gib mir mal Munition. Bau den Turm irgendwo auf. Okay, ich hätte nichts sagen sollen. Turm, schieß! Okay, wo ist der andere Turm? Türme? Tot. Need more working radars. Oh. Wichtige Information anscheinend. Die Türme schießen nur, wenn die eine Radarabdeckung haben. Das heißt, es ist alles computergesteuert. Ja, macht Sinn. Wir sind doch das einzige menschliche Wesen hier auf dem Planeten. Dass die Türme dann nicht selbstständig schießen. Ja, okay. Gut. Was dazu gelernt? Laden. T3. Go. Das heißt, wir brauchen Türme, falls was schief geht. Und wir brauchen Radarschüsseln, mehrere. Anscheinend pro Turm ein Radar, habe ich das richtig gesehen? Der stand auf minus 2 vorhin.
Ist ein bisschen krass, aber okay. Ich werde dennoch den Fehler nicht machen, nochmal die Königin zu bullen. Das heißt, Basen sind einfach nur nein. Am Anfang nein. Man könnte es eventuell irgendwie cheatig hinbekommen, da was zu töten, aber ich denke, das sollte ich lassen und mich eher darauf konzentrieren, hier alles soweit zu optimieren. Zum Beispiel das Ärmchen da wegzumachen, weil das klaut wirklich gerade die Kupferplatten. Deswegen kam die Tränke hier nicht an. Du, da. Wo sind die grünen Tränke? Bauen wir mehr grüne Tränke. So. Und hier hätte ich gern irgendwo noch ein Ärmchen für die Muni. Dass die auch in der Kiste kommt. So. Du kannst nochmal weg. Du kannst nochmal weg. Und ich baue nochmal die Gatling an. Weil die hat sich echt cool angehört. Und gegen so eine ganze Welle von kleinen Viechern wäre das echt schick. Also ich bin gespannt. Ich freue mich quasi schon auf die erste Welle, einfach nur um zu gucken, wie gut wir sie wegmähen können. Weil ich bin mir relativ sicher, dass ich einigermaßen gut vorbereitet bin auf den ersten Angriff. Aber das werden wir hoffentlich früh genug zu spüren bekommen. Jetzt speichere ich erstmal nochmal ab und wir sehen uns gleich wieder. Bye, bye.